So, Ja. wir sind jetzt hier bei der Auswahl unseres oder des Namens für Digtree. Ja, und wir haben einen schönen Namen ausgesucht. Ich meine, wir sind ein Wrestling-Channel. Und komm, Richtig. es sind drei. Und? Wie könnte man sie sonst nennen? Wie könnte man sie sonst nennen? Jetzt suche ich nur. Gibt's hier Leerzeichen? Ich kann es so zusammenschreiben, aber. Also sieht nicht so aus. Ja, dann schreib es zusammen. Unterstrich. Oder mit Oh. Bindestrich. Gott, jetzt wollte ich Unterstrich, doch. Bindestrich, was auch immer. Neo Unterstrich, Unterstrich. Wo ist der Unterstrich? Da war er gerade, wa? Weiß es Also. nicht. Das ist ein Bindestrich. Na, mach mal einen Bindestrich. Oder? Ja, es passt schon. Sehr Man schön. wird kommt generell fast auf selber aus. Eben. Sehr schön. Ja, der New Day, das sind drei und die Farbe und es ist Du eindeutig. Rassist! Ist ja umgedreht. Ich meine, da wird das ja supported. Egal. Ich Ja, will mich jetzt hier stimmt. nicht irgendwie versprechen mit irgendwas. Nein, nein. Wir mögen New Day. Genauso wie wir Digtree mögen. Deswegen haben wir es in Pokémon Gelb, beziehungsweise haben wir Digtree in Pokémon Gelb wegsterben lassen. Genau. Ist ja nur. Ja, quasi ein Drittel von dieser Coolness. Und So, ganz erstmal ins ehrlich, Pokécenter. es wäre Zeit mal zu trainieren, oder? Es wird Zeit zu trainieren und deswegen sehen wir uns, nachdem wir die Pokémon geheilt haben, in ein paar Sekündchen, Minütchen. Für euch sind Sekunden, für uns sind Stunden. Mindestens, Sehen wir uns gleich wieder hier im Pokémon Center. und jetzt stehen wir hier. Wieder hier. Wir haben trainiert, wie angekündigt. New Day ist jetzt Level 8 und Roman ist Level 10. Das sollte auf jeden Fall reichen. Wir wollen ihn ja nicht gleich vollkommen überleveln. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, wa? Denn das Ja, Team wir ist ja wollen ja schon ein noch bisschen. Pokémon fangen. Deswegen, das ist ein bisschen überpowered ist es ja schon. Pokebälle, Wollte Sascha, gerade sagen. Pokebälle. Wollte gerade sagen, da. Wir haben zu Genau, wenig. denn wir dürfen uns gleich ein neues Pokémon fangen. Wir dürfen es zumindest versuchen. Aber Tränke wären mir auch ganz wichtig. Na, mal 3. So, damit ihr nicht für Immer uns sind spart, haben wir spannend. natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Ja, natürlich, also. Money, money, money. So, gehen Money, wir. money, money. Must be funny. In der In Richmond's World. Na, okay, ich soll aufhören zu the singen. Pokémon World. Ah. Wir So, lassen das. alles einmal, ne? Nicht, dass uns irgendwas einschläfert und wir dann mit einer Triplette getroffen werden. Richtig. So, So. Route 30. Ready? Go. Steady. Oh. So, ganz, ganz spannend. Es wird. Oh. Ja. Ey, dann haben wir was gegen Geist-Pokémon. Ja. Also Wir ich können es nur nicht nehm's. schwächen. Ja, stimmt. Ich nehme es auch. Ja, wir können es nicht schwächen. Richtig. Wir Wir müssen's stehen probieren. Pokéball. Level 3, na gut. Komm, wird wohl gehen, oder? Komm, komm, bitte. Apollo, komm. Du warst Drück letztes ganz Mal auf. schon so fies zu uns. Oh. Drück ganz auf die A-Taste. Ja, stimmt. Du warst letztes Mal schon so fies. Er kann jetzt mehr nett sein. Einmal bitte nett sein. Komm schon. Apollo, du warst, als ich klein war, mein Lieblings-Pokémon. Bitte. Ja, Komm wenn wir dann schon. einen Gengar kriegen, weil wir haben ja jetzt die Entwicklungen quasi geändert. Richtig. Komm, Gengar Gestern, wäre Apollo, cool. du hast die Alternative. Entweder wir fangen dich oder wir ballern dich mit einer Konfusion zu und du stirbst. Ja, One-Hit. das willst du nicht. Das ist das, was du entscheiden kannst. Uns ist es egal, was mit dir passiert, aber wir hätten dich halt lieber im Team. Richtig. Ach Mann. Bin jetzt schon traurig, wenn das nicht klappt. Ja, es wird nicht klappen. Ich sag das jetzt so. Doch, wird klappen. Wird klappen, wird klappen, wird klappen. Yes! Jawoll! Also, es läuft jetzt schon mal tausendmal besser als Pokémon Gelb, auch wenn wir jetzt nicht mal eine Todesregel haben, trotzdem. Und ich glaube, es gibt nur eine. Okay. Gas. Es versteckt sich im Dunkeln und wartet nur darauf, dem nächsten Lebewesen sein Leben auszuhauen. Was ist los? Alter. Ich würde sagen,
Es kann nur einen Spitznamen geben. Apollo ist Geist. Undertaker. Ja, Sascha. Okay. Ja, muss. Hast du recht. Geist, ja, okay. Ich meine, ja. Wie gesagt, Wrestling Channel und so. Wer Undertaker kennt, jeder. So. Wer Undertaker nicht kennt, der... Da bin ich einfach traurig. Der hat irgendwas falsch gemacht. Hä? Mhm. Der hat irgendwas falsch... Oder ich dachte, etwas du, richtig dachte, du gemacht. Hast gesagt, ich habe was falsch geschrieben, ich hab mir jetzt gewundert. Nein. Wer Undertaker nicht kennt. Obwohl, wer Undertaker nicht kennt, hat wahrscheinlich Sachen richtig gemacht, denn er schaut keine Fake-Kampfsportarten an. Stimmt. So, eigentlich müssen wir jetzt nochmal trainieren, aber ach komm. Wollen wir das? Nein. Richtig. Wir machen das dann. Wir wollen ja auch Fortschritt. Vor dem nächsten Part. Ja, genau. Vor dem nächsten Part machen wir das, dann passt das. Wir müssen Apollo das hier einsetzen. Der Sven ist da, muss er wegsterben. Ha! Richtig. Hey. Das ist ja quasi... Oh! Hallo, wie geht's? Ja, das sind, gibt gut EP, ne? Ja. Komm, da setz ich jetzt ja, Apollo rein. Hallo! Undertaker natürlich. Undertaker rein. Der Name ist so gut. Oh Gott. Alter! Das war, glaube ich, keine gute Idee. Komm, Undertaker, überlebt das! Ich find's auch sehr geil, dass wir mit Undertaker jetzt Hypnose haben. Das heißt, wir können mit Pokémon um einiges leichter fangen. Also los, Roman! Der gute Undertaker, Gott. Der zeigt, was er drauf hat. Überlebt das Läuterfeuer von Ho-Oh. Oh Gott. Das hat ja fast so viel Damage gemacht wie Glut von einem Pokémon auf dem gleichen Level. Ja. Mensch, Ho-Oh, das ist vorstellen, ja richtig schwach. Der legendäre Vogel, der seit Jahrtausenden über die Erde fliegt und die Kraft hat, Pokémon wieder zu beleben und alles mögliche, Level 3. Nach was mich jetzt gerade aufregt, wir müssen wieder ins Pokémon Center. Ah, wir kommen nicht vorwärts. Wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Aber dafür hat Undertaker 31 EP bekommen. Ey. Das war mir weniger, als ich erhofft habe. Undertaker. Ich habe jetzt den Controller in der Hand, ja, da kann ich nicht klatschen. Das wir sind natürlich wie immer spät. Sorry, Schwester Joy, wir sind immer spät dran. Ja. Wir wissen es doch, aber wir können nichts dagegen machen. Doch, wir könnten aber früher aufnehmen. Nein. Das wäre eigentlich nicht mal das Problem, aber wir wollen nicht. So. Ja. So, und was ist denn gestern passiert? Also wir wollten ja eigentlich gestern noch aufnehmen, aber dann ist ja noch was dazwischen gekommen. So dezent. Wie habt ihr denn das tolle Deutschland-Südkorea-Spiel erlebt? War großartig. Wunderbar, oder? Richtig geil, ne? Unser Fußballfanatiker, Anti-Fußballfanatiker Sascha. Ich habe verloren, wie Deutschland. Ja. Ich versuche, mehr Pokémon zu finden. Halt, du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Ja. Entschuldigung, nicht Südkorea Deutschland. Südkorea sah auch schwach aus. Also jetzt der Kampf hier erneut. Deutschland gegen Südkorea. Botanist Max. Hashtag Zismen. Hashtag 5 Sterne. Der gute Max. Komm schon, New Day. New Day macht das. Jawohl, New Day macht das. Ja. Südkorea meine ich. Ja, siehst du. So ging's Deutschland auch. Tschüss. Ah, wieder verloren. Mist. Ja. Das passt ganz gut gerade irgendwie. Er ist ein Botaniker gewesen. Ja. Laut dem. Oder was auch immer da stand. Ich weiß es nicht mehr. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Dann musst du kämpfen. Okay. Ja, ich muss. Cool. So, wer bist du denn? Butternist Melke. Melke mittendrin, also hier. Ach, wie süß, ein Pichu. Das ist ja richtig, richtig süß. Das freut mich doch. Ups, oh, Sascha? Ja. Ich glaube, du hast es getötet. Ui. Ich wollte es noch in die Hand nehmen. Aber irgendwie. Das ist jetzt nicht so. Oh. Das ist jetzt.
Es tut mir leid. Machst du mal, es tut mir machst leid, du mal Undertaker rein, oder? Ja. Undertaker. Oh Gott. Ich wollte das doch nicht. Alles gut, Suicune. Ich stelle mir das immer so bildlich vor. Du läufst da rum, als gerade als Pokémon-Trainer, dann kommt so ein kleiner Junge, der sagt, er ist Botanik oder Botanist. Ja. Und zieht, haut plötzlich so ein Suicune raus. Ja, lässig. Natürlich. Wir werden natürlich nachher noch, upsa. Wir werden natürlich noch, wie heißt der? Dieser Typ, der Suicune sucht. Yosin. Yosin, genau. Treffen, der Suicune sucht. Da können wir ihm sagen, hey, dieser kleine Typ, der auf Route 30 hat es. Frag den nochmal. Damit ist der komplette Plot einfach die Sache in ist, Rauch aufgegangen. Das ist sowieso, weil es randomized ist. Oder bis 6 gleich. Okay, gleich mal 3 Level. Ich glaube, das hat jetzt irgendwie 4-mal mehr EP gegeben als Ho-Oh. Ja. So gefühlt. Na gut, Trainerkampf und so trotzdem. Tipps für Trainer. Du solltest keine Pokémon stehlen. Pokébälle dürfen nur bei wilden Pokémon eingesetzt werden. Ei. Oh Mann. Haben die so einen Mechanismus eingebaut oder was? Echt so. Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann musst du kämpfen. Dann bereite dich auf einen Kampf vor. Okay. Du musst. Haben wir mittlerweile, glaube ich, gemerkt. Anstatt eines Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Ja. Und jetzt haben wir immer wieder den Käfer-Typi. Wie auch, oder den Cool-Trainer. Männlich. Leo. Der Cool-Trainer männlich. Leo, setzt dir doch an weiblich an. So viel Geschlechter hier. Hilfe. Los, New Day. Wir setzen New Day männlich ein. Intensität, New Day. Männlich. Sollte ja locker reichen. Ja. Ich glaube, wir sind doch ein bisschen überlevelt. Das ist, naja, egal. Nein. Noobs, voll langweilig. Ich hasse euch. Lieber überlevelt als komm. Als Pokémon Gelb. Undertaker. Gegen Fluffeluff. Wie oft dürfen wir das jetzt eigentlich hören? Viel zu oft. Jedes Mal, wenn er reinkommen soll. Aber wir können halt kein Damage machen. Stimmt, da war ja was. Sascha. Aber hey, er auch wie nicht. Wie lange spielst du schon Pokémon? Komm du einfach aus Prinzip. Gott. So. Einfach nur um zu stänkern. Undertaker, bitte zurück. Und it's a new day. Yes, it is. Oh Gott. Quinch. Egal. Ist auch böse. Das süße kleine Fluffeluff schläft gerade und plötzlich kommt so ein Erdbeben unter ihm. Das ist halt die Sache ist bei Fluffeluff, es erinnert mich halt immer an Pokémon Mystery Dungeon, an die gute Bonus-Episode. Quasi die Vorgeschichte des Guildenmeister Knuddeluff, wer weiß was ich, wovon ich spreche. Jawohl. Also man weiß nie, vielleicht war das ja gerade Guildenmeister Knuddeluff. Nein! Ist eine neue Route, wa? Wir haben doch schon, oder? Ich weiß es 31. Nicht. Sicher? Hier ist Route 30, 31. Da sind wir aber schon. Ja, klar, gut, nee, dann dürfen wir ein Pokémon fangen, wa? Ey, heute geht's ab. Wir dürfen es zumindest versuchen. Genau. Ja, wir haben auch noch genug Zeit. Also los, ab ins hohe Gras. Ich hätte jetzt nur gesagt, ach, wenn wir einen coolen Cliffhanger machen können, dann können wir einen coolen Cliffhanger machen, aber. Ach, können wir nicht. Oh, cool. Das ist tatsächlich cool und nicht so overpowered. Ja. Das freut mich. Kabuto, komm doch einfach zu uns. Hab ja schon in Pokémon Gelb gesagt, dass Kabuto mein Lieblingsfossil ist. Ja, das Spiel mal meint es zurzeit echt gut mit uns. Irgendwas stimmt ja nicht. Ja. Irgendwas muss jetzt Böses passieren irgendwie. Ich weiß nicht. Ja. So. Oder was mache ich? Wird doch klappen, oder? Fangen. Pokéball, Sascha, Pokéball. Ah, so, das war das also. Genau, diese roten, kleinen, runden Dinger. Oh. Ja, haben wir jetzt vielleicht einen Star oder was? Willst du ein bisschen Schaden machen, das wäre ganz super. Na wie? Ja, mit einem Schlecker oder sowas. Schlecker macht halt nicht viel Damage. Ah, stimmt, wir haben ja Schlecker. Ja.
Na gut. Ja, siehst du mal. Können wir es graduell runter damagen. Komm, Caputo, mach's bitte nicht so schwierig. Denn wir wollen mal schaffen, denn wir haben heute echt nicht viel geschafft. Ja. Doch, wir haben viele Pokémon gefangen. Wir haben viele Pokémon gefangen. Und wir müssen mal noch schauen, weil die Pokémon werden uns ja diesmal nicht wegsterben. Mhm. Aber wir müssen mal schauen, wie wir das dann machen mit dem Rumrotieren im Team, weil wir ja dann relativ viele Pokémon... Ja, ich würde ganz einfach sagen, die 6 Pokémon, die jetzt drin sind, müssen wir irgendwie schon lassen, oder? Ja. Aber Problem ist, wie soll man es auswechseln? Weil es stirbt dann nichts. Aber andererseits haben wir ja jetzt ein Geist-Pokémon. Das heißt, die Geist-Pokémon sollten uns nicht mehr in die Quere kommen. Das heißt, wir könnten wieder auf eine normale Nuzlocke umstellen. nein. Wir wollen tatsächlich das Spiel alle 16 Orden und wenn's klappt, am Ende rot besiegen. Oder man macht eine Zwangregel, dass man dass man ab einer bestimmten Zeit oder ab irgendeinem bestimmten Kriterium halt, dass man ab dann ein Pokémon auswechseln muss. Ja, das wäre eine Idee. Dass dann irgendwie random entschieden wird? Ja, zum Beispiel immer, wenn dann halt unsere Party voll ist, dass wir zum Beispiel nach jedem Orden das stärkste Pokémon rauswechseln. Na, oder wenn das Team voll ist, einfach, wenn man einfach ein Pokémon fängt. Damit es spannender wird. Und wir haben es verkackt übrigens. Ja, ist okay. Wenn man mal ein Pokémon fängt, ne? Was ja uns ja nie passiert. Von daher müssen wir also uns machen wir es so, wir sagen im nächsten Part einfach mal, wie wir es genau jetzt machen, so. Aber ich denke mal, es wird so. Von mir aus gerne nach jedem fangen. Genau. Damit das mal spannend wird. Boah. Das war viel. Krieg nochmal richtig EP. Genau, und da oben ist die Dunkelhöhle, da hätten wir jetzt theoretisch auch nochmal ein neues Pokémon, haben allerdings keine Pokébälle, das heißt, wir sind aber auch schon am Ende der Folge angelangt, das heißt, was wir machen werden, ist einmal die Folge beenden und im nächsten Part, Pokébälle offscreen kaufen und im nächsten Part werden wir dann hier die Dunkelhöhle betreten, würde ich mal sagen, oder? Und also ich würde sagen, Pokémon wir können erstmal, ja. Genau, also ich würde sagen, wir trainieren vielleicht Undertaker ein bisschen. Ach, nö. Offscreen. Ach ja, das. Ich weiß nicht, hey. Ja, doch, das reicht. Das ist okay. Passt, der kann das. Das heißt, wir holen uns kurz offscreen Pokébälle und betreten dann in der nächsten Folge die Dunkelhöhle. Also, wenn ihr wissen wollt, welches Pokémon wir fangen, dann und. Wir sagen noch die besondere Regel, die wir uns ausgesucht haben. Richtig. Und wenn wir Glück haben, mit etwas Glück, geht's auch im nächsten Part schon in den Knofensa-Turm. Oh ja. Also, macht's gut.